So, willkommen zu einer Folge Geo Gessere. Das ist von Google Street View sind das hier Aufnahmen. Und wie der Name Guess schon sagt, wird man einfach an irgendeinen Ort rangebracht und muss dann halt versuchen, anhand der Karte möglichst genau an den Punkt ranzukommen, wo man sich gerade befindet, anhand von irgendwelchen Schildern zum Beispiel oder Internetadressen auf irgendwelchen Gebäuden oder Autos und so weiter. Mir ist gerade die Idee gekommen, das mal aufzunehmen, wie ich hier gesse, und ich bin jetzt bei dem ersten Versuch. Warum komme ich gerade nicht vorwärts? Hallo? Es funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Ja, noch ein bisschen warten. Kann ich aber noch nicht. Aha. Ja, vielleicht will ich gerade aufnehmen. Jetzt habe ich auf den Startpunkt nochmal geklickt. Das noch von Anfang an zu machen. Und am Anfang bin ich zu dem Schild gegangen, habe gesehen, keine Ahnung, Tavares, Raposo, Rodovia. Für mich europäisch erstmal. Dann habe ich hier die 0800 gesehen, was mich noch bekräftigt hat, dass das europäisch ist, in der Nähe von Deutschland irgendwo auch sein könnte, weil wir auch 0800er Vorwahlen haben als kostenlose Nummern. Hier dann auch Kilometerzeichen. Das wäre also keine Meilen. Dann habe ich das Schild gesehen. Schon da nochmal. Genau, und diese Sprache mit dem komischen C, das könnte sein, entweder Französisch oder Portugiesisch. Französisch ist dieses Fiscalizacao eher nicht, hab ich mir so gedacht. Und das ist auch so ein komischer Strich auf dem I ist statt ein Punkt. Da hatte ich mir erst gedacht, Elektronika, also entweder Portugiesisch oder vielleicht auch Griechisch, weil ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie Griechisch genau aussieht. Dann habe ich mir hier nochmal die Orte angeguckt und dann stand da Platina, Palmital, Candido Mota. Da konnte ich jetzt nicht so viel raus erkennen. Hier, der hat eine Internetadresse drauf, aber da konnte ich die Endung nicht erkennen. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendein C. Ich kann noch mal kurz ganz nah ran. Das war hinten drauf. Aber ich gehe noch näher. Und noch ein Stück näher. Und vielleicht hier kann ich noch näher. Ja, ist ausgeblendet. Ne, ist eine Komma-Adresse, also mit dem C war richtig. Das heißt, das bringt also nichts. Ah, jetzt habe ich wieder auf der Liste angeklickt. Mal, wenn dieses komische Ding kommt. Prudente. Ich hatte doch hier noch links irgendwas gesehen. Vielleicht kommt es noch. Da stand irgendwas mit Olio. Und Olio, das klang für mich dann aber eher wieder italienisch. Aber vielleicht klang das für mich nur italienisch, weil Olivenöl meistens aus Italien kommt, aber eben auch aus Griechenland. Und Griechenland, ach, das ist noch eine Com-Adresse, aber nur. Steht da Branisco, das könnte auch wieder, das klingt für mich wieder italienisch. Also ich bin mir nicht sicher, ob es italienisch ist oder griechisch hier. Ich glaube, hier stand irgendwo Olio bei der Tankstelle. Ja, Oleo. Das steht auf dem Schild. Nichts Besonderes. Ja. Ein bisschen gehe ich noch weiter und dann mache ich einen random guess in, also ich tendiere eigentlich eher zu Griechenland, muss ich sagen. Ja, ist wieder ausgeblurrt. Limite de Municipios, genau wegen dem Pios, das klang für mich jetzt irgendwie eher griechisch, und Ibirarema ist für mich jetzt eher griechisch als italienisch, aber muss ja nicht unbedingt was heißen.
Obras heißt wahrscheinlich sowas wie Obacht oder so, keine Ahnung. Velocidado. Ja, ich meine, das ist ziemlich stark Griechenland, wo wir gerade sind. Ich kann noch ein bisschen weiter gucken. Man kann mal weitergehen. Ja. Ultimo, Ritorno. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Schild, wo eine große bekannte Stadt irgendwo drauf ist. Dann können wir das noch genauer einschränken. Es gibt wirklich ordentlich Punkte. Aber bisher ist mir noch keine bekanntere Stadt zu Gesicht bekommen. Usina Por de Allo. Ich glaube, in Italien wird sowas mit dem O-Strich nicht gemacht. Eher in Portugal, Spanien und Griechenland eventuell auch. Kann natürlich auch Spanien sein. Ich komme immer durcheinander mit diesen südländischen Staaten irgendwie. Aber bisher bleibe ich noch bei Griechenland. Ich würde sogar noch sagen, eher Portugal als Spanien. Aber eher Griechenland. Pedaggio, das hört jetzt hier sehr italienisch an, muss ich sagen. Aber italienisch ist ja auch sehr ähnlich zu portugiesischen. Sollte ich jetzt doch eher zu Portugal tendieren? Ein zurück. Pedaggio, ist das vielleicht eine größere portugiesische Stadt? Zufällig? So groß ist Portugal jetzt zum Glück nicht. Zoom noch einmal rein. Pedaggio 1 Kilometer, ist ja ziemlich fett. Pedroso auf dem Schild gekennzeichnet. Das könnte also eine größere Stadt sein. Ich schätze, ich muss da mindestens noch ein paar Mal reinzoomen. Aber hier kann man sich noch mal vielleicht die Sprache ein bisschen angucken, ob das so ähnlich klingt ein bisschen. Und dann gucke ich auch mal in Griechenland gleich. Ja, man müsste noch weiter reinzoomen, das wird dann zu lange dauern. São Pedro. Guck mal kurz in Griechenland, was da so abgeht von der Sprache her. Ja, stimmt, ist ganz anders. Sieht so ein bisschen aus sogar wie Russisch, finde ich. Stimmt, die haben noch diese alten griechischen. Hier in Bulgarien sieht man ja so ähnlich. Hat das irgendeinen Zusammenhang, das Griechische und Russisch? Bulgarisch-balkanische ähnlich ist. Also kommt das Russische von den Schriftzeichen, von den griechischen Schriftzeichen? Ja, wie man gesehen hat, bin ich mir nie immer so wirklich sicher, also habe nicht so viel Ahnung davon. Jetzt würde ich am ehesten Portugal sagen, eigentlich. Ganz gut sind auch immer Straßennummern, also von Bundesstraßen oder wie man das dann nennt. Highways oder irgendwas. Wenn man so Nummern sieht. Cargas Especies. Also Espe ist ja España, Spanien. Könnte also doch noch Spanien sein. Haben die auch dieses. Also ich meine, ich habe mir eine Folge mal bei jemandem angucken, der hat gesagt, wenn unter dem C immer so ein Geschnorkel ist, dann ist das nicht Spanisch, sondern Portugiesisch. Aber wir hatten unter dem C ein Geschnorkel, aber das S, das klang jetzt wieder Spanisch. Also, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Portugiesisch oder Portugal und Spanien eher als Italien jetzt. Vielleicht ist da jetzt hier irgendwas. Ist das eine Grenzkontrolle? Ich war zwar noch nie an einer Grenzkontrolle, sie trotzdem ist eine Grenzkontrolle. Motocicletas, ja, Motorcycles, Carglass repariert, Carglass, ich glaube, das ist echt eine Grenzkontrolle, das ist ja interessant. Huch, da müsste aber hier auch was stehen. Oder nicht? Aber das wäre ziemlich cool. Sempara, okay.
Müsste dann auch eigentlich stehen, in welches Land geht. Da ist halt eine griechische Flagge. Komme ich auf die Straße irgendwie? Brasilien. In Brasilien wird Portugiesisch gesprochen. Sind portugiesische Sprachen, also stimmt, dann sind wir, war die Sprache jetzt doch richtig mit dem Portugiesisch, weil da wird Portugiesisch gesprochen, aber wir sind in Brasilien. Ich gehe mal kurz weiter, was da für eine andere Flagge ist, wenn das halt wirklich eine Grenzkontrolle ist. Weil das sieht irgendwie aus wie eine griechische Flagge. Könnte das andere, könnte Bolivien oder sowas sein. Aber wir sind dann also in Brasilien wahrscheinlich. Brasilien ist ein bisschen größer. Aber zum Glück habe ich noch keinen random Guess gemacht. Aber vielleicht gucke ich mal auf das Schild wegen der größeren Stadt, dass ich die hier vielleicht dann nochmal suche. In Brasilien nochmal suche, die große Stadt. Muss noch mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Okay, nochmal ein Stück vor. Cobranca Automatica. Okay. Also brasilianische Flagge, wahrscheinlich Brasilien. Also Flaggen kann man auch ab und zu halt hier sehen, das sind auch noch ganz gute oder sehr gute oder sehr eindeutige Zeichen. Ansonsten muss ich nochmal. Es könnte aber an der Grenze halt, wie gesagt, sein. Grenze wozu? Paraguay, Bolivien, Peru, Kolumbien, Venezuela. Könnte alles sein. Ich gehe mal zu dem Schild. Ich will diese größere Stadt nochmal sehen, die auf einem der Schilder drauf stand. Ich bin noch genau unter dem Schild. Das ist nervig. Oder bin ich ganz weg? Pedagio, genau. Tarifa de Pedágio, das könnte man finden. Was steht hier noch? Ja. Aber Tarifa de Pedágio ist, glaube ich, also hört sich jetzt größer an. Sind die einzelnen Staaten? Ja, hier werden ja nicht so viele. Tarifa ist halt nicht immer irgendwas an der Küste oder so, aber das passt ja nicht mit der Grenzkontrolle. Espirito. Also wir hätten ja was mit ESP. Aber wir müssten ja irgendwo an der Grenze sein. Prudente hatte ich irgendwo gelesen. Vielleicht sind wir dann wirklich an der paraguayanischen Grenze. Guck mal, ob mir irgendwas bekannt vorkommt, was ich auf einem der Schilder gelesen hatte. Ansonsten mache ich jetzt einfach mal den Guess an der. Aber es klang für mich erst, oder sah für mich alles erst europäisch aus, aber das ist ja europäisch geprägt, das Land. Ich denke mal, dass wir in diesem Bereich hier sind. Ja. Ich mache es einfach mal hier mein Guess. Das könnte sogar diese Bundesstraße oder diese Bundesstraße sein. Toledo, aha, das ist eine bekannte Stadt. Ja, ich mache es einfach mal. Schauen wir doch mal. Ja, es sind gar nicht wenige Punkte, aber wir waren ein bisschen weiter an der Grenze weg. Sind wir dann so weit gefahren bis zur Grenze? Das ist krass. Also, dass wir halt hier gestartet sind, ich bin halt so die ganze Zeit weiter bis hierhin, das könnte natürlich sein. Ach ne, wir waren ja erst in einem. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht erst waren. Egal. Mal gucken, ob ich hier welche der Städte finde. Auf jeden Fall 3600 Punkte sind ziemlich gut eigentlich. Können wir zur nächsten Runde gehen. Ist eigentlich fürs Erste gar nicht so schlecht. Das hier, die Häuser sehen mir auch wieder spanisch, kommen mir spanisch vor, sage ich mal so.
Also allgemein irgendwie südeuropäisch oder halt südeuropäisch geprägt. Es könnte asiatisch sein. Gucken, wie er hier aussieht. Ja, das kommt mir. Nee. Auch wieder irgendwas mit Brasilien vielleicht. Cialas Campras. Also Brasilien ist ziemlich oft das. Bei der Folge, die ich geguckt habe, da kam Brasilien auch zweimal vor. Stand sonst noch was auf dem Schild? Ja, ist auf jeden Fall Brasilien, denke ich mir mal. Oder halt anderes portugiesisches oder Spanien oder so. Aber die Leute sind halt ein bisschen brauner gebrannt, also dürfte es wieder Brasilien sein. Dann steht noch dem Schild Sport. Die hätten auch eine 0800er Nummer, die Brasilien. Ja, das fand ich interessant. Das Coole ist bei dem in Anführungszeichen Spiel, man muss da nicht irgendwelche Hersteller anfragen, ob man das hochladen darf. Also schätze ich zumindest mal. Was steht denn da auf der Wand? Kann ich lesen. Ja, aber Kabel, irgendwas. Ob wir hier irgendwas erkennen, in welcher Stadt wir uns befinden oder in welchem Staat. Natürlich frage ich, muss man kurz niesen. Oder glaube ich zumindest, dass ich niesen muss. Jetzt ist wieder weg. hier steht schon ziemlich viel, aber nichts so nützliches. Paraíba, das habe ich auch in diesem einen Video gesehen. Das ist auf jeden Fall Brasilien. Und Portugiesisch. Das heißt, Internetadressen bringen uns auch nicht. Uns bringen eigentlich nur Straßennummern. Was und ja, Stadtschilder. Ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Dim, dim. Ich weiß auch nicht, wie städtisch das jetzt ist, aber es sieht jetzt halt wie eine größere Stadt für Brasilien aus. Also meistens in Brasilien sind eher so Mitteldinge aus Städten und Slums, würde ich sagen. Also halt, wo schon Betonhäuser stehen und sowas. Aber halt nur vereinzelt und oft auch keine betonierten Straßen da sind und sowas. Also könnte, ist halt wirklich in der Nähe, wenn ich einen random Guess mache, dass ich in der Nähe von einer größeren Stadt irgendwas mache. Oder halt in einem Gebiet, was halt nicht so, nicht unbedingt Amazonas-mäßig ist und so. Also wo nicht ziemlich viel Grün ist. Also ich sehe jetzt hier auch kein Grün. Vielleicht kommt man hier noch irgendwo aus der Stadt raus. Hotel, irgendwas. Bella Vista. New Life, Centro Tecnologico. Haben also auch ein Technologiezentrum. Das müsste dann Urbano halt wirklich eine größere Stadt sein. São Gabriel FC. Ah, also São Gabriel ist doch sehr gut. São Gabriel, São Paulo. Ich komme noch mal kurz raus. Ist alles grün. São José. Ich denke mal, dass es noch ein bisschen kleiner ist. Aber hier scheinen nicht so viele Städte zu sein. In dieser Region. Es könnte also in dieser Region sein. Aber ich schätze eher, dass das hier die Region ist, hier ist am meisten besiedelt und um São Paulo herum. Da war unser letzter ja schon. Santa Maria, São Lourenço, São Gabriel, da sind wir. Perfekt.
Das war cool. Jetzt mach schon, ich will es wissen, wie viele Punkte es gibt. 4.000 oder 5.000. Also über 10.000 Punkte ist für das erste Mal schon ziemlich gut, also insgesamt. 5.000 Punkte gibt es, glaube ich, maximal, also aber circa Maximalpunktzahl jetzt auch. Sehr cool. Muss schon sagen, bin ich ein bisschen stolz. Und nächste Runde. Ach du Scheiße. Das ist aber keine Potato Quality, das ist. Weiß ich nicht, das ist ja noch schlechter. 2014. Wo zur Hölle ist das hier? Nur. Warum dreht er sich immer? Ach, wir kommen da nicht weiter, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Schild. Der will auch nicht hin. Ranzoom hat keinen Zweck. 2015 sogar. Von diesem Jahr. Krass. Haben die sich dabei gedacht? Oder ist das nicht vom Denken abhängig? Gucken, ob man hier überhaupt Schilder erkennen kann. Da steht ein Baum drauf. Toll. Die Bäume sind, sehe ich auch. Oder Sträucher eher. Ja, das wird ja mal interessant. Das könnte. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, sogar Australien, auch wegen diesen komischen Bäumen da. Aber in Australien ist doch immer gutes Wetter. Und wegen dem Boden auch. Könnte das Australien sein. Könnte aber auch wieder Brasilien sein. Aber dreimal hintereinander ist schon. Das wäre schon ein Zufall, sage ich mal. Also das hier ist, glaube ich, einer der härtesten Versuche, irgendwas herauszufinden. Kann man hier irgendwas sehen? Nee. Soll man mit Helikoptern rumfliegen? Das wäre ein bisschen einfacher. Hätte man noch mehr Dimensionen als diese vier. Okay, eine Dimension mehr. Dum, dum, dum. Felder. Also hier kann man echt nichts erkennen. Oh. Da war ein Schild. Man kann ja auch anhand. Ach du Kacke. Anhand der Form es erkennen. Das sieht für mich sehr australisch aus, muss ich sagen. Dieses Gelbe und dann einfach ein schwarzer Strich. Dann werde ich wahrscheinlich einfach, wenn ich einen random Guess machen muss, wenn ihr nichts bekommt, werde ich einfach Australien sagen. Da sprechen die Bäume drauf hin, der Boden und das Schild gerade, aber das schlechte Wetter irgendwie nicht. Ah, da gibt es bestimmt auch mal schlechtes Wetter. Da war wieder ein Schild. Ach so, natürlich müssen wir von der anderen Seite. Ach, die fahren links. Stimmt, Australien ist ja von England und so was, ne? Und da fahren die auch links, also dürfte es ziemlich sicher Australien sein. Cool. Und viel weiter werde ich hier auch nicht mehr voranschreiten und dann einfach sagen, ich komme kurz aufs Audioprogramm noch aufnimmt. Ja, ich habe noch Festplattenplatz. Ich weiß nämlich gerade nicht, auf welcher Festplatte das Audioprogramm aufnimmt, vielleicht auf der SSD und das ist mir jetzt zu viel. Ich würde einfach irgendwo sagen in Australien, wo es ein bisschen grüner ist, vielleicht hier in der Mitte. Oder doch hier irgendwo. Ach, ich mache einfach hier. Keine Ahnung. Ah, genau das andere Ende. Hätte ich halt mal in der Mitte gemacht. Das gab jetzt keine Punkte. Weil gerade 5000 und 700 ist ja nix. Obwohl wir das richtige Land hatten. Ja, da sollte man dann immer in der Mitte dann machen. Weiß ich dann fürs nächste Mal. Egal, nächste Runde. Das sieht amerikanisch ein bisschen aus. Irgendwo, wo Rocky Mountains sind vielleicht, weil es hier mountainous ist. Das dürfte aber Amerika sein. Gucken, was das Schild sagt. Perimetro Urbano. Okay, Brasilien schon wieder. Könnte aber auch Mexiko sein vielleicht.
Kann sein, dass Brasilien echt ziemlich oft kommt. Hier können wir nichts erkennen. Können wir da hin zufällig? Ich glaube nicht, dass es da lang fährt. Perimetro Urbano hatten wir schon. Ich schätze mal, dass das wieder Südamerika ist. Ein kleines Dörfchen. Das war gerade auch ein amerikanisches Zeichen oder ein Amt, ja, ist ja Amerika. Brasilien ist ja Amerika, wollte ich damit sagen. Dann haben wir wieder Rote Erde 4 und der sieht auch ziemlich südamerikanisch aus. Könnte aber halt auch ein anderer südamerikanischer Staat sein, besonders weil da Stopp steht. Bei dem anderen stand Paré, was portugiesisch ist, und die anderen Staaten, die sind nicht unbedingt portugiesisch-sprachisch. Könnte Peru sein oder Venezuela, Kolumbien könnte auch sein, Argentinien, könnte eigentlich alle südamerikanischen, von meinem beschränkten Wissen her, sein. Motomecanica. Spanisch vielleicht, Castro, Fidel Castro, also ist das bestimmt Kuba. Ich klicke einfach mal schon mal dahin, ich mache mal nicht mehr Guess. Einfach nur, weil hier irgendwo Castro vorkommt. Aber ist das nicht Spanisch oder ist das auch Portugiesisch? Castro und Peru. Ah. Meter, ja. Ist also auch wieder metrisches System. Also hier ist ein bisschen bergig, also dann dürfte es wahrscheinlich nicht Kuba sein. Ich habe keine Ahnung, ob es da Berge gibt. Keine Ahnung. Ich will mir auch kein Satellitenbild. Costa Rica, Nicaragua, kann alles sein. Was steht denn auf dem Schild? Hallo? Ach so, nichts. Ansonsten gehe ich gleich nochmal zum Startpunkt zurück und folge der Straße in die andere Richtung. Aber wir sind schon bei der vierten Runde. Das heißt, wenn ich noch nicht über eine halbe Stunde bin mit der Aufnahme, dann ist das eigentlich okay. Wenn jetzt schon wieder das gleiche Schild ist, ey. Ja, Mist. Ich sollte mich nicht für jedes Schild umdrehen. Ich komme, glaube ich, gleich zum nächsten Dörfchen einfach. Noch kein Stadtschild, also ist hier ziemlich bergig. Ich weiß aber nicht, wo es in Südamerika ziemlich bergig ist. Ich glaube überall. Da ist ein Schild. Mit hoffentlich einem mit einer Ortschaft. Ich muss ein bisschen zurück. Noch weiter zurück. Aha. Municipios. Juramonto. Heißt ja Mountain, glaube ich. Itacambira. Juramento. Limite. De Municipios. Ist, glaube ich, aber keine Stadt. Juramento ist eine Stadt, glaube ich. Itacambira. Also ich schätze eigentlich wieder Brasilien. Aber es dauert zu lange, das zu suchen. Auf dem Schild, da steht da. Ja, auch steht genau das gleiche drauf. Ja. Keine Ahnung. Sonst kriege ich gleich wieder 0 Punkte annähernd, wenn ich einfach so in Brasilien reinsetze. Aber dreimal Brasilien in einer Session, also drei von fünfmal Brasilien. Aquarius, Direita. Aber es sind dann so kleinere Städte eigentlich, die Grünschilder, schätze ich mal. Okay, da komme ich glaube ich nicht hin, wo da die Straße endet. So eine Straßennummer wäre ganz cool, das haben die glaube ich nicht in Brasilien.
Ne, es bringt, glaube ich, nichts, wenn ich. Frage ist, ob das ein. Das ist kein Wald, oder? Das sind alles so eher Berge und Felder, sage ich mal. Vielleicht steht auf dem Bus irgendwas drauf. Ach ja, das ist ja natürlich. Die haben die Aufnahmen ja nicht immer in einer Session gemacht. Ja, ich bin der Steuerung nicht klar. Ja, egal, ich mache jetzt einfach den Guess. Hier ist überall grün. Also entweder wäre hier unten irgendwo oder hier irgendwo. Das sah ein bisschen abgelegener aus. Hier unten ist, glaube ich, nicht so abgelegen wie hier. Na, ich mache hier mein Guess. Ich will es auch vorankommen. Man lernt ja auch vom Tun. Ach, war gar nicht so schlecht. Mittlere Punktzahl, zwar in der Nähe von Minas Gerais, Montes Claros. Oh, das hatten wir mal gesehen, glaube ich. Also ich hatte irgendwas mit Montes auf dem Schild gesehen. Und das passt ja auch mit dem Mountain-Gebiet da. Brasilia de Minas. Gucken, wie wird man hier sowas wie MG308, wenn das irgendwo auf dieser Straße gestanden hätte. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen. Oder dass man irgendwie einen Fluss hier gesehen hätte, also einen Flussname, dass da dabei stand, Rio do Juramento. Okay, zur nächsten Runde. Col de Curaduque. Schon wieder so eine südeuropäische Sprache. Aber das ist, dürfte jetzt auf jeden Fall Europa sein, also die Autos sehen nicht so alt aus. Aber wie gesagt, bin ich bei den Sprachen immer ziemlich unsicher, aber das dürfte Italien sein, Altitude. Ist ja Höhenmeter, steht auch da. Haben wir auch Gebirge, das könnte Norditalien sein, dass das hier die Alpen sind. Das sieht für mich ziemlich italienisch aus. Ja, auch dieses Auto sieht dann ziemlich italienisch aus. Ich gehe mal kurz schon mal in Italien rein. Und sonst gibt es ja eigentlich keine anderen Berge, oder? Österreich, Schweiz. Hier ist da irgendwo. Hier sind Berge. Überall. Also, was ich schätzen würde, wäre eher in diesem Bereich hier. Vielleicht in Venedig oder so. Mache ich schon mal einen rein. Ich guck mal auf diese fettes Auto da rein. Steht denn hier? Das auch an diesem C, das unten. Konvertüre. Ist ja also bei allen südeuropäischen Sprachen so, also allen lateinischen Sprachen. Wo war denn jetzt Restaurant? Aber ist Italienisch nicht Restaurante? Muss aber nichts heißen. Da war doch so eine Karte irgendwo. Ein Kartenständer, genau. Espes nordique du Val de Azun. Ja, also Norden, Val d'Azun. Erkennen wir das irgendwo hier? Ich guck gerade auf diesen komischen. Das hier ist nicht. Val d'Azun. Das muss natürlich nicht Italien sein. Wo haben wir denn noch Berges? Frankreich glaube ich nicht. Haben wir in Spanien Berge? Nur Andorra nur. Ne, es muss Norditalien eigentlich sein. Bologna. So ist das überhaupt eine Stadt? Oder ist das sowas wie ein Gebiet einfach? Also Space, ja, Gebiet. Nordgebiet des der Valley oder des bla 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 de Azun.
Muss also nicht unbedingt aufgeführt sein. Ja, ich gucke aber noch ein bisschen weiter rum, weil es könnte ja jetzt trotzdem hier irgendwo überall sein. Das könnten mehrere tausende Punkte. Da könnte ich mir damit verschenken. Aber auch ein bisschen Wald. Schild. Col de Puradoque. Das könnte natürlich auch doch Frankreich sein. Die haben ja. Espumas. Die haben auch dieses Crema. Das wäre dann aber. Haben wir den Frankreich Berge, das weiß ich gar nicht. Hier zum Beispiel. Ne, da haben sie Ds ist statt D. Ich bleibe weiter bei Italien. Oh ne, Bordeaux. Das muss nicht unbedingt was heißen. Renault haben wir hier auch. Mitsubishi. Ah, ich bin mir so unsicher bei Sprachen einfach. Ich glaube, hier ist aber Ende. Es kann Frankreich sein oder Italien. Aber ich weiß nicht, wo wir in Frankreich solche enormen Berge haben. Okay, so enorm sind die vielleicht auch gar nicht. Da bin ich jetzt auf jeden Fall echt gespannt, ob das wirklich Frankreich ist oder Norditalien. .com. Wir hatten ja irgendwie noch ganz diese nicht Attitude, sondern wo die Höhenmeter angezeigt wurden, das meine ich war auf jeden Fall italienisch eigentlich. Wie sehen die Leute denn aus? Nicht braun gebrannt, aber er ist relativ braun. Weil Franzosen sehen ja ganz anders aus als Italiener, finde ich. Der hatte mal kein gelbes Kennzeichen. Ich weiß aber gar nicht, auch nicht, was ich für Kennzeichen habe. Ich selber fahre auch kein Auto und eigentlich interessiere ich mich auch gar nicht so für. Ja, allgemein für Reisen und Gebiete und weiß nicht. Das ist eigentlich so gar nicht meine Welt, aber deswegen fand ich das umso spannender mal auszuprobieren. Ich zoome mal kurz raus. Da lang. Ach du Kacke. Ist gerade schwierig hier, sich zu orientieren. Ja gut, wir sind hier richtig. Hier sind fette Berge. Das sind aber nicht die nicht die was hatte ich vorher nochmal gesagt? Die es in Deutschland auch gibt. Ich stehe jetzt total auf dem Schlauch. Irgendwie ist halt viele Reden anstrengend, mache ich sonst nicht. Weil hier ist ja nirgendwo Schnee oder so drauf und so groß sind die Berge auch wieder nicht. Ja, ziemlich neblig. Bordeaux. Aber vielleicht kam die auch aus Frankreich zu Besuch, der mit dem Bordeaux. Aber der hatte ein gleichfarbiges Kennzeichen wie die allen anderen Kennzeichen, also gelb. Und ich hatte gerade eins mit weiß gesehen. Also in der Nähe von irgendeiner Grenze. Es könnte. Ich habe auch keine Ahnung, welche Farben von Kennzeichen Schweiz oder Österreich haben. Also es könnte von Österreich gewesen sein. Also ich bin richtig gespannt, muss ich sagen, was das wirklich ist. Ein bisschen schaue ich noch weiter. Ist lustig, dass diese Straße so schlangenförmig so nach oben, beziehungsweise hier jetzt nach unten sich schlängelt und hier so ein paar Häuser sind. Problem dabei ist, dass wir hier nirgendwo dann Schilder haben werden oder Schilder von Straßennummern oder sowas. Dürfte dann hier ziemlich spärlich sein. Das ist nur so ein Schotterwegchen.
Wir sind ja schon beim letzten. Da dürfte es bald gegessen sein. Zitronen, glaube ich. Das ist auch eher wieder französisch. Die hatten Renault, Zitronen. Einmal was, wo Bordeaux drauf stand. Kann natürlich auch an der französischen Grenze sein. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, wo wir sind. Von wo wir jetzt kamen. Aber ich denke mal, hier ist bergab. Das sieht für mich nämlich alles gleich aus. Und ich bin allgemein ein bisschen halt verwirrt. Wie immer. Dem Schild würde ich gerne. Was? Ja. Mountain Sport irgendwie. Es hakt es gerade. Ja. Ah, gut. Wehrglas frequent. Ich habe das Gefühl, dass ich hier bergauf gehe. Ja, ich mache jetzt einfach den Guess. Ich glaube, ich komme hier dann nie zu einem Ende bei dieser Straße. Machen wir mal. Wir können das gerne. Ja, es war doch Frankreich. Mit der Grenze war richtig. Das war mit der, dass das Port, dass ich die ganze Zeit Portugiesisches wahrscheinlich gelesen habe. Und dann doch was Französisches war. Deswegen war das schwierig. Ach ja, ich habe ja schon gesagt, dass das nicht die, ja, die. Warum fallen mir jetzt nicht die bekanntesten Gebirge überhaupt ein? Hier und so mit Zugspitze und so. Und ach egal, das kann man uns eingefallen. Ich hatte ja schon gesagt, dass da kein Schnee drauf war, deswegen konnten die halt ja nicht sein. Deswegen war ja klar, dass das falsch war. Aber ich verwechsel immer halt Italienisch, Spanisch und Portugiesisch ein bisschen. Manchmal auch Französisch, aber Französisch ist noch ein bisschen einfacher zu unterscheiden. Also es war in Frankreich und das weiße Kennzeichen war wahrscheinlich von Portugal. Aber stand irgendwas mit Nordterritorium von irgendwas. Also es war Andorra. Ich hatte ja zwischenzeitlich geguckt in. Quatsch, nicht Portugal. Was erzähle ich denn? Spanien. Portugal ist ja nur das kleine Fitzel da. Ich hatte ja erst in Spanien geguckt, weil es für mich eher Spanisch vorkam. Oder hatte ich in Spanien wann anders geguckt? Dann hatte ich gesehen, ja, hier sind nur Andorra die Gebirge und das war auch dann richtig. Naja, aber trotzdem so viele Punkte, das finde ich krass. Also wir können es auch. 14 Punkte ist trotzdem ganz gut, 14.000. Muss ich sagen. Also ich habe ja zumindest hier das richtige Land gehabt. Hier nicht das richtige Land, aber schon ja nicht unbedingt schlecht. Brasilien hatte ich zweimal, nee, dreimal das richtige Land. Ja. Also wir können das miteinander spielen mal. Wer hier seht, könnt ihr einfach auch mal so eine Session starten, indem ihr einfach auf geoguessr.com geht, einfach starten klicken, machen und dann mir einfach den Link schicken und unter das Video oder so posten. Und dann mache ich das auch mal, werde dann vielleicht auch ein Video von machen und dann können wir gucken, wie unsere Punktzahl ist. Und ich werde das wahrscheinlich hier auch mal einen Freund schicken. Jo, das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis dann.